Ich glaube, wir müssen mehr wieder an den Wertekatalog denken. Und wenn wir Werte sagen, dann müssen wir auch an die unterschiedlichsten Kulturen denken. Wir müssen tolerant sein. Und wir können nicht mit Dogmen leben in der Zukunft. Dann werden wir uns nie einig werden. Die Megatrends, Globalisierung, demografischer Wandel und auch Digitalisierung, sind einerseits große Chancen für besser verstehen voneinander und auch für Zusammenleben in neue Konstellationen. Und das hat auch alles dazu geführt, dass das Individuum jetzt mehr Freiheit hat und mehr Möglichkeiten. Die Idee hinter dem Format ist zu hinterfragen, wie, wenn wir jetzt Missstände sehen, wie kommen wir denn zu besseren Lösungen, wie kann man die implementieren und wie kann man die dann so umsetzungsfähig machen, dass man möglichst viele, die jetzt nicht beteiligt sind, mit dazu nimmt. Ich glaube, es ist essentiell, dass wir gerade heutzutage, wo wir immer ein Erstarken der Ränder beobachten, wo linke und rechte Parteien größer werden, wo wir Migration erleben, wo einige Ängste haben, dass wir eine flächendeckende Diskussion zulassen, die vor allem auch weit über Deutschland hinausgeht und damit auch den internationalen Kontext bietet. Das ist auch ein Thema, was sehr vielseitig ist. Und jeder von uns hat andere Aspekte auf den Tisch gebracht und das macht das Ganze sehr lebendig und sehr interessant. Social Cohesion, also der soziale Zusammenhalt zwischen den Menschen, ist etwas, was uns gesund hält. Es ist ein gesundheitsprotektiver Faktor und daher bin ich der Meinung, dass eine Diskussion, wie wir sie heute Nachmittag haben, etwas von ausgesprochener Public Health Relevanz ist. Und deswegen finde ich es so wichtig und bin auch dankbar, dass dieses Thema auf der Agenda steht. Also Zusammenhalt funktioniert nur mit allen Teilen der Gesellschaft. Insofern ist es wichtig, verschiedene Blickwinkel einzubringen. Die globale Perspektive, die deutsche, die europäische Perspektive, aber auch eben aus Wirtschaft, aus Zivilgesellschaft, aus Wissenschaft. Und die Stärke dieser Konferenz ist, dass wir eben hier die Leute an einen Tisch bringen, miteinander reden können und miteinander hoffentlich dann auch gute Lösungen für uns alle erarbeiten. Ich nehme sicher mit, dass das, was wir in Deutschland gerade diskutieren, kein deutsches Problem ist. Das wusste ich vorher auch schon. Aber man merkt viel stärker, nachdem man mit Menschen aus ganz anderen Ländern, anderen Perspektiven, anderen Interessensräumen gesprochen hat, wie stark diese Probleme am Ende überlagern. Und man muss sie eigentlich nur übereinander legen und dann schauen, welche Themen, welche dicken Linien sich durch diese unterschiedlichen Schablonen ziehen. Und das ist ein ganz spannender Prozess. Also ich bin sehr glücklich und dankbar, dass die Bertelsmann Stiftung das macht.